Russland schlug also wie erwartet am Unabhängigkeitstag der Ukraine zu. Bei einem Raketenangriff auf einen Zug in Tschaplyne im Zentrum des Landes starben nach Angaben von Präsident Zelensky mindestens 22 Menschen, Dutzende wurden verletzt. Von unabhängiger Seite sind diese Informationen bisher nicht zu bestätigen. Kanzler Scholz wird am Vormittag auf einem Truppenübungsplatz in Schleswig-Holstein mit ukrainischen Soldaten zusammentreffen. Sie werden dort an den Gepard-Panzern ausgebildet. 7 sind bereits im Krieg gegen Russland im Einsatz. Insgesamt hat Deutschland die Lieferung von 30 dieser Modelle zugesagt. Der Vater kniet neben der Leiche seines 11-jährigen Sohnes, deckt den leblosen Körper zu. Das Kind getötet von russischen Raketen in der Kleinstadt Tschaplyne in der Zentralukraine. Er war im Haus und wurde herausgeschleudert. Wir haben ihn in den Trümmern gesucht und er lag hier. Auch der Bahnhof von Tschaplyne attackiert. 4 Waggons eines Personenzugs zerstört. Unter den Toten auch mehrere Menschen, die in ihrem Wagen verbrannt sind, so Präsident Zelensky. Tschaplyne ist heute unser Schmerz. Wir werden die Besatzer für alles, was sie getan haben, bezahlen lassen. Lasst uns den Weg zum Sieg gehen. Friedensverhandlungen, sie scheinen aktuell ferner denn je. Und auch Großbritanniens noch Premier Johnson betonte bei einem Besuch in Kiew: Sie können nicht mit einem Bären verhandeln, während er ihr Bein frisst, und auch nicht mit einem Straßenräuber, der sie auf den Boden drückt. Aus Solidarität mit dem angegriffenen Land und anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags waren am Abend Menschen weltweit, sowie hier in Berlin, auf die Straße gegangen.